Herzlich willkommen zum letzten Modbüchlein, beziehungsweise zum letzten kleinen Let's Read der Modbücher. Überlebe Himmelsrand, Feldmedizin von Tomasi Karasius. Himmelsrand ist ein rauer Ort. Kämpfe um das Überleben sind hier nicht ungewöhnlich, ob zwischen Banditen und Reisenden, den Kaiserlichen und Sturmmänteln oder einfach nur gegen die bittere Kälte. Du wirst einen eiseren Willen brauchen und scharfe Sinne benötigen, um den Überlebenskampf für dich zu gewinnen. Gepaart mit deiner Erfahrung werden sie dir helfen, die extremsten Kampfbedingungen zu überstehen. In diesem Buch findest du alles, was dein Überleben sichert, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das Wissen, welches ich mit dir, geehrter Leser, teilen möchte, ist die Vorgehensweise, die du nach einem gewonnenen Kampf stets einhalten solltest. Versorge deine Wunden. Teil 1. Kenne deine Wunden. Für Kreaturen und Gesindel in Himmelsrand gibt es viele Möglichkeiten, dir Schmerzen und Verletzungen zuzufügen. Schnitte und Prellungen, Verbrennungen, Unterkühlungen, Blutungen sowie gebrochene Gliedmaßen. Bedenke, dein Heilzauber wird dich nicht immer schützen. Du wirst deine Wunden versorgen müssen, um weitere Heilungen zu ermöglichen. Schnitte und Prellungen wirst du am häufigsten am Leib verspüren oder durch einen Wolfsbiss oder Streitkolben eines Banditen. Mit jeder Wunde wirst du anfälliger für Schaden. Verschlimmert sich der Zustand, wird Blutverlust immer wahrscheinlicher. Es liegt an dir, einen Weg zu finden, dich vor dem Verbluten zu bewahren. Vorzeitiges Ableben droht, falls du dich nicht rechtzeitig um deine Verletzungen kümmerst. Verbrennungen verursachen enorme Schmerzen, die dich handlungsunfähig machen können. Sind die Verbrennungen stark genug, wirken sie sich schnell auf deine Konzentration und deine magischen Fähigkeiten aus. Behandle sie daher schnellstmöglich, bevor der Schmerz dich übermannt. So, ich trinke mal kurz einen kleinen Schluck. Ah, schöner Saft. Ja, heute mal kein Kaffee, heute Saft. Unterkühlungen sind in Himmelsrand keine Seltenheit. Bedingt durch das raue Klima und den vereisten Landschaften. Unterkühlungen sind äußerst schmerzhaft. Sie lassen Haut und Muskeln erfrieren und führen unverweigerlich zum Kältetod. Solltest du nichts unternehmen. Glücklicherweise gibt es Heilpraktiken und Medikamente in Himmelsrand, die deine Schmerzen lindern und Genesung versprechen. Setze sie nicht zu sparsam ein. Achte auf deine Gliedmaßen und sieh zu, dass du sie dir nicht brichst. Die folgenden muss ich dir sicher nicht erklären. Dir als Leser wird sicher bewusst sein, dass ein gebrochenes Bein kein nutzbares Bein ist. Jetzt, da du deine Wunden kennst, benötigst du nur noch das Wissen über deren Behandlung. Teil 2. Behandle deine Wunden. Das Behandeln von Wunden ist kein Kunstakt, außer du befindest dich allein in einer mit Banditen gefüllten Höhle und bist meilenweit vom nächsten Arzt entfernt. Sichere dich immer ab, dass deine Wunden schnell und vollständig heilen. Nähzeug führt am effektivsten zu einer Linderung deiner Blutung. Damit lassen sich offene und tiefe Wunden flicken und der Blutaustritt wird gehemmt. Allerdings können Nähte wieder reißen, wenn du dich zu sehr beanspruchst, müsste das eigentlich heißen. Ist kein Nähzeug zur Hand, lassen sich Blutungen auch mit Bandagen oder Druckverbänden vorübergehend stoppen. Bandagen lassen sich etwas schwieriger herstellen als Druckverbände und sind nur einmalig nutzbar. Dafür halten sie lang und verlässlich. Dagegen reicht für den Druckverband ein Lederstreifen aus. Bietet allerdings recht wenig Effektivität. Ist eine Bandage angelegt, hält sie maximal 5 Stunden, bis sie gegebenenfalls ersetzt werden muss. Druckverbände müssen nach 2 Stunden abgenommen werden, damit das Blut weiter zirkulieren kann. Ein Druckverband ist mehrmalig benutzbar. Allerdings muss vor dem Wechsel zur Erholung des Kreislaufes eine Zeitspanne von 3 Stunden vergehen. Bandagen wie auch Druckverbände haben ihre Vorteile. So sollte auf jeder Reise ausreichend von beiden zur Verfügung stehen. Um Verbrennungen und Unterkühlungen zu heilen, benötigst du Salben. Diese beschleunigen den Heilungsprozess und lindern zeitgleich deinen Schmerz. Möglicherweise wirst du mehrere Salben verwenden müssen, um dich vollständig zu generieren. Daher solltest du immer mehrere zur Verfügung haben. Achte generell darauf, dass du ausreichend medizinische Güter bei dir führst. Bei einer schweren Verletzung wirst du sie brauchen. Gebrochene Gliedmaßen heilen nicht von allein.
Es besteht die Gefahr, dass sie falsch zusammenwachsen und anschließend nicht mehr einsatzfähig sind. Du solltest daher die entsprechende Gliedmaße schienen. In diesem Zeitraum kannst du die Gliedmaße nicht nutzen. Halte dich von Kämpfen fern, um keinen Bruch der Schiene zu riskieren. Äxte oder Schwerter, die zielsicher geführt werden, stellen hierbei das größte Risiko dar. Wenden wir uns nun den medizinischen Werkzeugen zu. Teil 3. Kenne deine Werkzeuge. Nähzeuge bestehen aus sehr stabilen Fäden und Nadeln, mit denen du deine Wunden flicken kannst. Alle Werkzeuge mit einem spitzen Ende können zu einer Nadel gefeilt werden. Am besten eignen sich Dietriche. Bei Fäden ist das schwieriger. Sehnen sind am ehesten verwertbar, da sie sehr stark und flexibel sind. Sehnen können von vielen Tieren erbeutet werden. Brandsalbe und Wärmesalbe dienen der Heilung von Verbrennungen und Unterkühlungen. Jede Zutat, die elementare Resistenzen bietet, kann zur Salbenherstellung verwendet werden. Wenn du dir diese Zeit genommen hast, dieses Handbuch zu lesen, solltest du nun für deine Reise gewappnet sein. Behalte es stets bei dir, um es in erforderlichen Situationen schnell zur Hand zu haben. Viel Glück auf deinen Reisen. So, das waren die kleinen Let's Reads von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard.